diplomatischer Arbeit in Kaliningrad. Teil 2. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Im Jahre 2004 wurde bekannt, dass Deutschland und Russland die Einrichtung eines deutschen Generalkonsulats im Gebiet Kaliningrad vereinbart hatten. Hauptaufgabe des Generalkonsulates sollte die Ausstellung von Visa für die Bewohner der Region sein. Die Realität aber zeigt, dass dies wohl nicht die Hauptaufgabe war. Die Einrichtung eines deutschen Generalkonsulats im ex-deutschen Gebiet Kaliningrad war eine erstaunliche politische Idee. Wenn man bedenkt, dass zum damaligen Zeitpunkt im Kaliningrader Gebiet, welches mit 15.000 Quadratkilometern Fläche mit dem Land Schleswig-Holstein vergleichbar ist, weniger als 1 Million Einwohner lebten. 950.000. Hätte Deutschland ein Visabüro mit 1 oder 2 Mitarbeitern eingerichtet oder hätte man einmal wöchentlich einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft oder des Generalkonsulates in St. Petersburg nach Kaliningrad entsandt, um die Visaanträge der Kaliningrader Bürger zu bearbeiten, so wäre dies ausreichend gewesen. So meine subjektive Meinung, nachdem ich fast 17 Jahre lang die Arbeit der deutschen Behörde direkt vor Ort beobachten konnte und beobachtet habe. Insgesamt hält sich die Anzahl der ausgereichten Visa durch das deutsche Generalkonsulat in überschaubaren Grenzen und steht in keinem Verhältnis mit dem Personalaufwand, der hier zulasten der deutschen Steuerzahler, also zu ihren Lasten, und sie sind natürlich darüber nicht informiert, logisch, betrieben wird. Schauen wir auf die Statistik der Visa-Erteilung oder, naja, doch besser der Visa-Ablehnungen, so sehen wir, wie die deutsche Politik ab 2015, also im Folgejahr der sogenannten Krim-Krise, Einfluss auf das nahm, was man in Deutschland Freiheit nennt. Wir Ex-DDR-Bürger kennen doch noch die Losung, freie Fahrt für freie Bürger. Für die Kaliningrader freien Bürger scheint dies nach 2014 nicht mehr zuzutreffen. Das sind andere freie Bürger, nicht die. Die Visagenehmigungen sinken, die Visa-Ablehnungen steigen. In Ermangelung weiterer Informationen kann ich Ihnen die Statistik für 2019 bis 2021 nicht zeigen. Ich gehe mal davon aus, dass die Visa-Genehmigungen auch in 2019 weiter gesunken sind und bedingt durch die Corona-Krise natürlich in 2020, 2021 zum Erliegen gekommen sind, wofür man noch Verständnis haben kann. Aber die Visapolitik ist eine souveräne Entscheidung des deutschen Staates, auch wenn der deutsche Staat nicht souverän ist. Also belassen wir es ganz einfach bei den sachlichen Feststellungen, die ich Ihnen eben gerade übermittelt habe. Nach mir vorliegenden Informationen verfügt die deutsche Behörde über 9 oder 10 deutsche Mitarbeiter. Viele werden begleitet von Ehepartnern. Alle sind in Kaliningrad großzügig mit Wohnraum versorgt. Die Miete zahlt wer? Sie, der deutsche Steuerzahler. Hinzu kommen noch diverse Auslandszuschläge, die Sie auch zahlen. So wie Sie auch insgesamt das Gehalt der Diplomaten zahlen. Sie zahlen ja Steuern. Kaliningrad wird als wenig lukrativer Standort in den Übersichten des deutschen Auswärtigen Amtes geführt, sodass das Schmerzensgeld, wie deutsche Diplomaten manchmal formulieren, entsprechend hoch ist, dass sie auch bezahlen.
Neben den deutschen Beamten, die natürlich alle den Status eines Diplomaten haben, nebenbei bemerkt, auch technisches Personal hat hier den Status Diplomat, weil, das hatte mir mal ein Diplomat erklärt, Russland ein kreuzgefährliches Land ist und demzufolge alle Beamten, deutschen Beamten, die hierher entsandt werden, den Status Diplomaten haben, damit sie unantastbar sind für den Fall aller Fälle, damit sie eben halt ausreisen können und nicht festgehalten werden können in diesem Land. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem leitenden Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Na gut, werden wir ein bisschen konkreter. Mit einem Generalkonsul hier in Kaliningrad, der mir gesagt hat, Herr Niemeyer, hier in diesem Generalkonsulat gibt es nur einen Diplomaten und der bin ich. Womit er recht hat. Aber spielt keine Rolle. Alle deutschen Staatsbürger, die im Generalkonsulat arbeiten, sind Diplomaten. Und nochmal, neben diesen deutschen Beamten gibt es auch eine ganze Reihe von Ortskräften. Die Anzahl ist mir nicht bekannt. Reinemacherfrauen, Sekretärinnen, die irgendwo, was weiß ich, sitzen, Dokumente annehmen, das Wachpersonal und so weiter und so weiter. Die natürlich auch Geld kosten und die sie auch bezahlen. Eine beachtenswerte Struktur, die vielleicht durchaus begründet ist, wenn man wüsste, was das deutsche Generalkonsulat eigentlich tut. Aber alles ist in diesem Gebäude sehr geheimnisvoll. Und sowohl der Generalkonsul wie auch die Mitarbeiter zeigen sich äußerst kontaktscheu, wie ich mich im Verlaufe der vergangenen Jahre überzeugen konnte. Die fast 17 Jahre Anwesenheit des deutschen Generalkonsulats in Kaliningrad setzte nicht immer die im Kaliningrader Gebiet anwesenden Deutschen in Begeisterung. Ein Deutscher spürte die Autorität des Generalkonsulats als erster bereits im Jahre 2005. Lassen Sie mich ganz kurz unterbrechen. Die weiteren Darlegungen versuche ich so anonym wie nur irgendwie möglich zu halten. So, dass Insider wissen natürlich, was gemeint ist und wer gemeint ist, aber dass man möglichst wenig konkrete Rückschlüsse ziehen kann auf konkrete Personen. Ich versuche auch so zu formulieren, dass nicht erkannt werden kann, handelt es sich um einen Mann oder um eine Frau. Also, ein Deutscher spürte die Autorität des Generalkonsulats als erster, bereits im Jahre 2005. Das Generalkonsulat erklärte, dass es zukünftig selber staatshoheitliche Aufgaben wahrnehmen werde und verbot dem deutschen Unternehmer weiterhin Visa-Dienstleistungen zu erbringen, die dieser über Jahre erfolgreich organisiert und im Interesse der Kaliningrader Bürger durchgeführt hat. Er hat das mit bedeutend weniger Personal gemacht. Er selber und vielleicht noch eine Sekretärin oder zwei Sekretärinnen, die die Unterlagen eingesammelt haben, die Anträge überprüft haben, alles in den Koffer, ins Flugzeug und sind dann nach Moskau oder St. Petersburg geflogen und haben dort alles erledigen lassen, haben die Stempel bekommen und die Visa und sind dann wieder zurückgeflogen. Also genau das, wovon ich eigentlich auch so die Vorstellung habe, dass das ausreichend ist, das hatte der Deutsche damals alles schon recht vernünftig, ordentlich organisiert. Und das durfte jetzt nicht mehr sein, weil eine Privatperson, ein Privatunternehmer keine staatshoheitlichen Aufgaben durchzuführen hat. Dafür ist jetzt das deutsche Generalkonsulat anwesend. Dieser stellte die Arbeit ein und verlor seine Einnahmequelle. Что делать? Hat schon Lenin gefragt. Das Generalkonsulat selber stellte aber keine Visa aus, weil man organisatorisch dazu gar nicht in der Lage war, denn man logierte übergangsweise im Hotel Albertina. Wozu man aber von der russischen Seite keinerlei Genehmigung eingeholt hatte. Der Aufenthalt war also illegal in diesem Hotel, wurde aber von Russland geduldet.
Man hatte damals noch ein etwas anderes Verhältnis zu Deutschland. Erst 2 Jahre später begann die deutsche Behörde mit der Wahrnehmung der Pflichten ihrer staatshoheitlichen Aufgaben, die sie eigentlich als ihre Hauptaufgabe bezeichnete, also die Visavergabe. Warum man dem deutschen Unternehmer nicht die Möglichkeit gegeben hat, diese 2 Jahre noch seine Tätigkeit fortzusetzen, keine Ahnung. Ein anderer Deutscher hatte Probleme mit russischen Behörden. Das soll vorkommen. Und dachte, dass das Generalkonsulat ihm helfen könne. Er wandte sich vertrauensvoll an den leitenden deutschen Beamten und dieser begann sofort öffentlichkeitswirksam das Problem zu klären. Im Ergebnis klärte das Generalkonsulat das Problem natürlich nicht. Und dem Deutschen ging es danach noch schlechter. Sein Problem wurde dann von anderen geklärt, die wussten, wie man sich in solch einem Fall in Russland zu benehmen hat. Nicht alle Mitarbeiter des Generalkonsulats zeigten Sympathien mit ihrem Gastland. Warum sie einem Einsatz in Russland trotzdem zustimmten, bleibt wohl deren Geheimnis. Als Randbemerkung, es wird niemand von den Diplomaten gezwungen, in irgendein Land zu gehen. Soweit wie ich informiert bin, wird 2-mal im Jahr irgendwo am schwarzen Brett im Auswärtigen Amt eine Liste ausgehangen, wo jeder seinen Haken hintersetzen kann, wo er denn gerne hin möchte. Und wenn er nicht nach Kaliningrad will, na, dann fährt er da nicht hin. Aber die Leute sind gekommen. Auch wenn sie das Land nicht mögen. Also ich fahre in kein Land, was ich nicht mag. Aber warum sie trotzdem nach Kaliningrad gekommen sind, das ist deren Geheimnis. Okay, eine Person, ich bleibe wieder geschlechtsneutral, um womöglich nicht irgendwelche Persönlichkeitsrechte anzutasten, benahm sich so unmöglich in Kaliningrad, dass man sie bereits nach 1 Jahr von der Funktion ablöste und nach Hause schickte. Ein Aufatmen ging durch Kaliningrad. Aber auch durch das Generalkonsulat selber, weil diese Person ihre eigenen Kollegen regelrecht terrorisierte. Es gab leitende Mitarbeiter des Generalkonsulats, die deutschen Unternehmern zu verstehen gaben, dass sie diejenigen sind, die Entscheidungen zu diesem oder jenem im Generalkonsulat fällen. Wenn man also mit oder durch das Generalkonsulat Geld verdienen will, so sollte das berücksichtigt werden. Damit auch richtig verstanden wurde, was gemeint war, wurde gegenüber einem Unternehmer geschildert, welche Möglichkeiten man auf einem früheren Dienstposten im großen Amerika hatte. Logisch, dass das Gespräch unter 4 Augen stattfand. Da der deutsche Unternehmer Prinzipien hatte, kam es zu keiner korrupten Zusammenarbeit. Und der deutsche Unternehmer wurde fortan gemobbt. Es fanden im Rahmen lustiger Feierlichkeiten von Mitarbeitern des Generalkonsulates Gespräche statt, wo die wirtschaftliche und finanzielle Situation deutscher Staatsbürger in Kaliningrad erörtert wurde. Es stand der Vorschlag im Raum, dass man doch eine Anzeige bei russischen Steuerbehörden machen könnte, um zu prüfen, ob diese Deutschen wirklich so steuerehrlich sind, wie sie immer behaupten. Deutsche Beamte wollten also deutsche Staatsbürger bei ausländischen Behörden anzeigen, wo doch deren Aufgabe eigentlich darin besteht, die Interessen deutscher Bürger im Ausland zu schützen. Die Diplomaten waren nicht betrunken, als sie sich das ausdachten. Sie waren so nüchtern, dass sogar Berechnungen zur Einkommenssituation deutscher Bürger im Kaliningrader Gebiet angestellt worden sind. Ja, man kam zu recht nüchternen Erkenntnissen. Man kann auch einfach im deutschen Generalkonsulat anrufen und den Verlust eines Reisepasses melden.
Die Meldung wird mündlich entgegengenommen und der Pass entsprechend der deutschen Gesetzgebung zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Ob der Pass wirklich verloren wurde oder sich jemand nur einen Scherz erlaubt, wird im Generalkonsulat nicht geprüft. Die Überraschung kommt dann an der Grenze, wenn man dem deutschen Grenzpolizisten seinen angeblich verlorenen Pass vorlegt. Interessant wäre zu wissen, was man den deutschen Beamten im Generalkonsulat Kaliningrad noch alles telefonisch erzählen kann und was diese unbesehen und unbewiesen glauben. Bei russischen Behörden liegen Schriftstücke deutscher Bürger vor, wo diese mitteilen, dass Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats Deutsche vor dem Kontakt mit anderen Deutschen in Kaliningrad, die konkret namentlich benannt werden, warnen. Diplomaten im Generalkonsulat beschäftigen sich also mit der Diskreditierung von deutschen Staatsbürgern im Ausland. Sicherlich ein interessanter Fakt, wenn dies in Deutschland zur Anzeige gebracht wird. Bekannt geworden ist aus der 17-jährigen Arbeit des Generalkonsulats auch ein weiterer Versuch der Korruption. Eine Person des Generalkonsulats hatte Probleme mit dem PKW, welches natürlich ein Diplomatenkennzeichen trug. Um dieses Problem zu lösen, war die Hilfe russischer Behörden notwendig. Dort war man schnell bereit zu helfen, bat aber um die Lösung eines anderen Problems und das Problem wurde gelöst. Allerdings unter Verletzung deutscher Gesetze und unter Missbrauch der dienstlichen Möglichkeiten. Durch anscheinend ungünstige Umstände wurde das korrupte Verhalten bekannt und die Person im Generalkonsulat abgemahnt. Die Person verließ Kaliningrad nach Ablauf des Mindestaufenthaltes mit den Worten: Gott sei Dank ist hier Schluss. Ich weine diesem Kaliningrad keine Träne nach. Auch Kaliningrad wird dieser Person keine Träne nachweinen, denn sie hatte ebenfalls eine sehr spezifische Auffassung zur Arbeit mit der russischen Bevölkerung gehabt. Diese sehr spezifische Meinung spiegelte sich in den Statistiken zur Visaerteilung des Auswärtigen Amtes wider. Ortskräfte berichteten darüber, wie sie eingewiesen worden sind, mit der Kaliningrader Bevölkerung so zu arbeiten, dass möglichst viele Visaanträge abgelehnt werden können. Ein klassisches Beispiel, wie deutsche Beamte russische Bürger bewusst diskreditieren. Mit meinem unjuristischen Sachverstand nenne ich dieses Verhalten Amtsmissbrauch. Der Leiter des Sicherheitsdienstes des Generalkonsulates, ja, auch so eine Funktion gibt es dort. Ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes verursachte einen Verkehrsunfall in Kaliningrad. Es war nichts Schlimmes. Ein paar Kratzer an der Stoßstange, die für 8000 Rubel, rund 100 Euro, beseitigt werden konnten. Aber der Deutsche beging Fahrerflucht und verließ wenige Minuten später sogar Russland. Natürlich fluchtartig. Der damalige deutsche Generalkonsul bemerkte erst 14 Tage später, dass sein Sicherheitschef fehlt. Ein russischer Journalist wollte ihn zum Vorfall befragen und der Generalkonsul zeigte sich vollständig uninformiert. Но когда наш репортер напомнил о случившемся, Михаил Банцхов сделал большие глаза. Das erste Mal muss ich wissen, worum es da geht. Hier antworte ich gar nichts. Сначала должен все знать, о чем идет речь, прочитать, ознакомиться и потом только уже ответить. Поэтому на данный момент я ничего вам сказать не могу. Похоже, Ich überlasse es Ihrer Fantasie, jetzt weiterzudenken. Warum begeht ein deutscher Diplomat, der Chef des Sicherheitsdienstes, mit seinem Fahrzeug? Eigenartigerweise trug dieses Fahrzeug auch noch kein Diplomatenkennzeichen.
was absolute Ausnahmesituation ist. Warum fuhr dieser Mann in den frühen Morgenstunden mit einem normalen Auto, normalen deutschen Kennzeichen durch die Stadt und verließ diesen lächerlichen Unfallplatz fluchtartig? Eine Frage, die ich Ihnen heute nicht beantworten kann. Aber meine Fantasie ist ausreichend. Einen absoluten Höhepunkt stellte der Auftritt des Totengräbers, des deutsch-russischen Hauses, des Vizekonsuls für Kultur des deutschen Generalkonsulats in Kaliningrad, Daniel Lissner, dar, der am 28. August 2014 mit einer antirussischen Hassrede auftrat. Hier mache ich ausnahmsweise mal eine Ausnahme und nenne den Herrn mit vollen Namen, weil dieser Vorfall international Aufsehen erregt hat und demzufolge bekannt ist. Mit seiner Rede vor Russlanddeutschen wollte er wohl testen, ob sich die Russlanddeutschen im Kaliningrader Gebiet bei Bedarf als fünfte Kolonne missbrauchen lassen. Der Test war negativ und Herr Daniel Lissner wurde gebeten, das Land zu verlassen. Er tat dies und reiste nach Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, wo er einen höheren Dienstposten bekam als den in Kaliningrad. Eine merkwürdige Art der Bestrafung von Beamten, die ihre Pflichten als Diplomaten verletzen und sich in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einmischen. Noch während seines Aufenthaltes in Kaliningrad im Frühjahr 2014 reiste er in den Donbass, um sich einige Monate umzuschauen und zu berichten, was dort vor sich geht. Eine interessante Tatsache, dass ein deutscher Beamter, der doch wichtige Funktionen als Kulturattaché im Kaliningrader Gebiet wahrnehmen soll, mit einmal nicht mehr so, ist die Kultur in Kaliningrad nicht mehr so wichtig und man kann ihn für einige Monate in den Donbass schicken. Als ob das deutsche Auswärtige Amt nicht genügend operative Beamte hat, die man dorthin schicken kann. Das regt zum Nachdenken an. Gut, nach seiner wohl etwas überstürzten Abreise aus dem Donbass, wo sich die Lage wohl nicht so entwickelte, wie man das in Westeuropa erwartete, fand man in den Räumlichkeiten Schriftstücke, adressiert an NATO-Dienststellen. Ja, Absender Herr Daniel Lissner. Das legt die Vermutung nahe, dass der Mann Diener mehrerer Behörden war. Welchen deutschen Behörden Herr Lissner in Kaliningrad gedient hat, überlasse ich wiederum meiner stillen Fantasie. Interessant ist auch, dass Herr Lissner regelmäßig den in Kaliningrad stattfindenden Trefftisch Deutschsprachiger besuchte. Hauptamtlich, so wie ich schon sagte, war er im Generalkonsulat für Kultur verantwortlich. Gehen wir also davon aus, dass sich Herr Lissner mit seiner Teilnahme am Trefftisch nur erholen, ja, und seiner Verantwortung als Kulturkonsul nachkommen wollte und nicht auch noch andere deutsche Behörden über das gesellschaftliche Ereignis in Kaliningrad informiert hat. Was für ein Skandal, wenn sich herausstellen würde, dass deutsche Dienststellen deutsche Staatsbürger im Ausland bespitzeln. Was aber tut das deutsche Generalkonsulat außer der regelmäßigen Produktion von Skandalen? Erinnern wir uns, dass die Hauptaufgabe des Generalkonsulats darin besteht, Visa auszustellen. 2 Jahre hat man gebraucht, um die Visabereitschaft herzustellen. Man mietete Räumlichkeiten in der Ulica Leningradskaja an und begann dort die Arbeit zu organisieren. 2007 war die Visaabteilung arbeitsbereit. Erinnert sei daran, dass man sich bereits im Jahre 2004, 2005 intensiv um ein ständiges Gebäude für das Generalkonsulat bemüht hatte.
Deutsche im Kaliningrader Gebiet wurden gebeten, das Generalkonsulat bei der Suche zu unterstützen. Letztendlich wurde ein historisches Gebäude in der Thälmannstraße gefunden. Allerdings war der vermittelnde Deutsche sehr naiv, als er an die Ehrlichkeit der deutschen Beamten im Ausland glaubte. Denn nachdem der russische Präsident Putin im Mai 2005 in Kaliningrad im Beisein des Bundeskanzlers Schröder und des französischen Präsidenten Jacques Chirac zum Gebäude des deutschen Generalkonsulats beglückwünscht hatte, erinnerten sich die damaligen Verantwortlichen im Generalkonsulat nicht mehr an die Dienstleistungen des Deutschen. So sparte der deutsche Staat, also der deutsche Steuerzahler, also Sie, herzlichen Glückwunsch, die Maklerprovision. Bei einem späteren Gespräch mit einem leitenden Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, an dem ein Zeuge des Generalkonsulates teilnahm, und dieser bestätigte den Vorgang, dass es wirklich so war, empfahl dieser, den deutschen Staat zu verklagen. Der Deutsche verklagte den deutschen Staat nicht. Dafür benötigte der deutsche Staat dann rund 10 Jahre, um die kleine Villa für die Bedürfnisse des Generalkonsulates herzurichten. Natürlich mit Baumängeln. Die Kosten waren enorm. Gerüchte besagen, dass ein zweistelliger Millionenbetrag aufgewendet worden ist. Aber das sind Gerüchte. Nach der Fertigstellung und dem Umzug des Generalkonsulats in die neuen Räumlichkeiten, die nach den Planungen des Architekten bessere Arbeitsbedingungen für die Visaabteilung bringen sollten, stellte man fest, dass die Räumlichkeiten der Visaabteilung kleiner waren als im angemieteten Gebäude in der Leningradskaja. Eine mehr als peinliche Angelegenheit. Man versuchte durch die Rückanmietung von Räumlichkeiten in der Leningradskaja aus dieser verzwickten Lage herauszukommen. Aber der Vermieter hatte schon anders disponiert und die Räumlichkeiten standen nicht mehr zur Verfügung. Aber ein Ausweg aus der Lage war schnell gefunden. Man beauftragte einen externen Visaservice, staatshoheitliche Aufgaben wahrzunehmen. Erinnern Sie sich noch an meine anfänglichen Schilderungen, wonach die Visabearbeitung eine staatshoheitliche Aufgabe ist? Mit dieser Begründung wurde 2005 einem deutschen Unternehmer seine unternehmerische Tätigkeit in Kaliningrad beschnitten. Mit der Auslagerung des Visaservice verteuerte sich der Preis für ein Visum für die russischen Bürger um 100%. Logisch, der Visaservice will ja auch verdienen. Man nahm es demütig hin in Kaliningrad, denn immerhin konnte man ins gelobte deutsche Land reisen. Der Personalbestand des Generalkonsulats wurde natürlich nicht verringert, sodass man sich die Frage stellt, was machen die Beamten jetzt den ganzen Tag im Generalkonsulat? Außer auf Kosten des deutschen Steuerzahlers Anwesenheit zu demonstrieren. Sie verstehen sicherlich, meine lieben Zuschauer, dass ich der deutschen Behörde sehr kritisch gegenüberstehe. Ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht. So wie die Bundesrepublik Deutschland bis 1990 den kritischen Bürgern der DDR Beifall geklatscht und diese in ihrer kritischen Haltung unterstützt hat, so hoffe ich, dass mir meine kritische Haltung zur Bundesrepublik Deutschland jetzt nicht zum Nachteil gereicht. Gleiches Recht für alle. Und kommen wir nun zum hüpfenden Komma, wie Heinz Erhardt einmal so lustig formulierte. Vor einigen Monaten hatte ich der Agentur Sputnik ein Interview gegeben, welches aus mir unbekannten Gründen in Polen, in polnischer Sprache, veröffentlicht wurde. Dort wurde ich nach der Germanisierung befragt, ob diese wirklich existiert und wer denn diesen Prozess organisiert. Gestatten Sie mir zum Abschluss
aus diesem Interview zu zitieren. Frage Sputnik. Bewohner Kaliningrads schreiben in den Sozialmedien, dass sie keine Germanisierung und keine Verbreitung der Königsberger Identität sehen. Was glauben Sie selber? Meine Antwort: Ja, es gibt viele Kaliningrader, die schreiben, dass sie keine Germanisierung und keine Königsberger Identität sehen. Aber wer sind denn diese Kaliningrader? Schauen Sie mal in deren Facebook-Profil und Sie sehen häufig, dass dort als Wohnort Königsberg steht. Leider ist es so, dass die Kaliningrader Patrioten still in ihrem Kämmerchen zu Hause sitzen und sich nicht zu Wort melden. Die Königsberger zeigen hier eine andere Mentalität. Es ist völlig klar zu sehen, welche gesellschaftliche Gruppe besser organisiert ist. Es gibt kein wirkliches aktives Gegengewicht zu denen, die in Fußballstadien Königsberg, Königsberg, Königsberg rufen. Wo war die Gruppe damals, die mit doppelter Lautstärke hätte rufen müssen, Kalitsch, Kalitsch, Kalitsch? Vermutlich ist die Königsberger Bevölkerung in Kaliningrad zahlenmäßig relativ gering. Vielleicht 4%. Aber schauen wir doch mal auf die bunten Revolutionen der letzten Jahre. Es ist immer nur eine kleine Gruppe von Menschen gewesen, die ein ganzes Land zum Sturz gebracht hat. Wenn man in Russland glaubt, dass mit der Verhaftung, Verurteilung und Inhaftierung der Bars-Extremisten das Thema der Germanisierung oder der Königsberger Identität gelöst ist, so irrt man sich. Man hat nur eine kleine Metastase entfernt. Das Geschwür selber wuchert nach wie vor und man weiß genau, wo dieses Geschwür sitzt, traut sich aber nicht, es zu entfernen. Frage des Sputniks. Und wo befindet sich das Geschwür? Meine Antwort. Ich meine, das Geschwür befindet sich im Zentrum Kaliningrads. Dort, wo das deutsche Generalkonsulat arbeitet. Lese ich diese Zeilen heute nochmals durch, so habe ich keinen Anlass, irgendetwas zu korrigieren. Bleibt mir nur noch, mich an die Worte von Ronald Reagan, dem amerikanischen Präsidenten, in Berlin im Jahre 1987 zu erinnern, wo er mit Blick auf die Mauer rief: Mr. Gorbatschow, open this gate. Und ich möchte mit Blick auf das Generalkonsulat rufen: Mr. Maas, schließen Sie die Tür dieses Gebäudes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad. Русская земля, Божья обитель, льется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим прощения нет, не другом твоим прощения нет. Мы русские, слави Богу, мы русские, русские не продают за рай.